Ja, und hallo und herzlich willkommen wieder zum Let's Play Civilization 3. Ich bin der Captain und ich spiele mit den Osmanen. Startposition hatte ich ja gerade im letzten Video schon genannt. Und da gab es einige Hinweise zu der Startposition, wo ich halt wohl scheinbar etwas überschwänglich im vorigen Video genannt hatte, dass das hier so super ist mit den Kühen. Ja, das ist natürlich nur super mit den Kühen, wenn ich sie auch bewässern kann. Und ich klicke dementsprechend jetzt einfach mal hier auf den Bautrupp drauf. Und da sieht man schon, ich kann hier Bewässerungsanlagen bauen. Hier unten sieht man, 3 Runden braucht er dafür. 2 Runden brauche ich übrigens für die Straße. Ja, also Bewässerungsanlagen und Straßen sind schneller zu bauen als Bergwerke. Und ja, das geht ja nur, wenn auch Süßwasser da ist. Ich habe hier ja gar keinen Fluss. Ich habe hier im Prinzip nur Süßwasser durch dieses Küstenfeld hier. 2 Nahrung, 2 Gold. Was bedeutet, das ist Süßwasser. Und das ist eigentlich auch nicht schlecht hier. 2 Nahrung, 2 Gold. Damit habe ich nämlich dann zumindest mal ein bisschen Ausgleich. Könnte hier 1, 2, wenn ich die Hauptstadt hier hinsetze. Könnte ich 1, 2, da diese 2 Felder noch mit reinnehmen, hätte ich nochmal 2 mal Kommerz, Nahrung und 2 Kommerz dazu. So, jetzt aber, was machen wir jetzt? Kann ja nochmal die anderen Felder anklicken. Wenn ich jetzt hier sehe, 2 Nahrung, 2 Schilde, hat die Ebene mit dem Vieh. Und wenn das dann bewässert wird, hat sie eigentlich 4 Nahrung. Nee, gar nicht, hat nicht 4 Nahrung. Hat dann auch, hat dann, doch, hat dann 4 Nahrung, weil die Kuh ja ein bisschen mehr Nahrung und so weiter gibt und die Despotismusstrafe zieht dann halt nochmal 1 ab. Gut, ja, was ich jetzt mache, das, was ich schon angekündigt hatte im Thread, ich werde den Siedler jetzt nach hier oben ziehen. Gab zwar von Lancelot die Maßgabe, ich sollte ihn doch nach hier ziehen, aber wenn ich ihn nach da ziehe, gewinne ich ja nichts. Ich sehe da nicht viel mehr. Gründen will ich da auch nicht. Also ziehe ich ihn doch lieber gleich hier oben hin. Da habe ich wenigstens gleich mehr aufgedeckt hier. Und wir gucken ein bisschen genauer hin und sehen einmal natürlich, wir haben hier 2 Wüsten. Dann sehen wir, dass hier 1, 2 hier drüben der See offensichtlich oder der Binnensee offensichtlich weitergeht. Dadurch kann ich zumindest dann nochmal 1, 2 und 3, 4, 4 Seefelder, Binnenseefelder nehmen, die dann halt auch nochmal Kommerz bringen. Eigentlich ganz gut, wenn ich eine bestimmte Produktionsgröße erreicht habe und mir plus 1 Produktion eigentlich gar nicht mehr so viel bringt. Dann hier oben scheint irgendwas zu sein. Das müsste man mal nachgucken, was das dann genau ist. Sieht man dann wahrscheinlich, wenn die Stadt gegründet ist. Okay, und ein Hüttendorf. Dieses Hüttendorf wird, wenn wir hier die Stadt gründen, dann aufgelöst werden, was dann zu irgendeiner positiven Aktivität führt. Müssen wir mal gucken, was das ist. Jetzt noch schnell die Bewässerung anwerfen. So. Und damit ist die Runde rum. Bevor ich jetzt wieder abspeichere, werde ich jetzt aber. Ah ne, die Berater, da kann ich ja gar nichts machen mit. Okay. Ich dachte, ich könnte hier schon mal einstellen, die Regelung für Gold. Gehen wir mal die ganzen Berater mal eben so mit durch. Wer das nicht sehen will oder das schon kennt, kannst du überspringen. Danach ist dann Rundenende. Also F1 Inlandsberater. F2 der Handelsberater. F3, der Militärberater, steht auch noch nichts. 2 Einheiten habe ich. F4. Hier sind quasi die ganzen Handel, Potenzial, Aktiv, Bündnisse, die ganzen, der Auslandsberater quasi. F5, der Kulturberater. Und F6, der Wissenschaftsberater. Und hier Wissenschaftsberater, hier sieht man gleich nochmal unsere Technologien, die wir machen können. Die wir haben, Bronzeverarbeitung könnten wir. Und wir haben die Steinmetzkunst, wodurch ich zwar auch direkt schnell die Pyramiden machen könnte, aber naja, gut. Ich denke mal, am Anfang ist wichtig, dass ich die Keramik ganz schnell erforsche, damit ich hier das Nahrungslager bauen kann.
und da gar nicht lange warte darauf, bis irgendjemand anders das mir das ertauschen tut, bis ich es ertauschen kann, sondern dass ich es einfach schnell selber baue. Wäre dann halt hier. Und als nächstes wäre wahrscheinlich die Philosophie, wenn man mal das auch reinnimmt, 2, 3, 4, dass man halt hier auf das Mausoleum kommt, was immerhin drei unzufriedene Bürger zufrieden macht. Jetzt nicht glücklich, aber zufrieden macht. Könnte natürlich auch direkt hingehen. Alphabet, Schrift und Mausoleum. Würde dann eine Technologie frei bekommen, wenn man als erstes dort wäre. Wodurch man das allerdings dann so timen müsste, dass man dann wahrscheinlich Gesetzgebung schnell bekommt, um möglichst früh in die Republik zu kommen. Was allerdings schon ein bisschen, naja, ich sag mal, die KI so schnell wird da vielleicht doch nicht hinkommen. Gehen wir mal weiter die Frage an unseren Lancelot auf Kaiser, ob die KI so schnell forschen würde oder ob dieser Forschungsweg passend wäre. Verteidigungseinheiten haben wir ja hier. Na? Und dementsprechend sollte das schon passen. So. Noch irgendwas? Achso, weitere Sachen. F7, Weltwunder, sind noch keine da. F8, der Conquest-Siegstatus. Ah ja, das ist auch ganz nett. Hier kann man sehen, wo es jetzt zu Ende geht. Wie es dann aussieht. Vorherrschaftssieg, braucht man so und so viel Weltfläche und so viel Weltbevölkerung. Kulturell in einer Stadt 20.000 und insgesamt 100.000. Ja, das ist schon eine Hausnummer. Punkte. Punkte bei Zeitablauf. Weltraumrennen, gebaute Teile. 10 Stück braucht man zum Gewinnen. Diplomatischer Sieg. Oberstaatsoberhaupt gewählt. Conquest. Alle Gegner eliminieren. Wäre natürlich auch nett. Zeitlimit haben wir auf 540 Runden ausgestellt. Also doch eine ganze Menge. Siegstatus. Punkte. Macht. Kultur. Überall liege ich vorn, weil ich der Erste bin. So. Das war F8. F9, unser Palast. Noch nicht besonders schön ausgebaut. Eine kleine Höhle. F10, das Raumschiff. F11, die Demografie. Und die Top 5 Städte. Hier kann man, glaube ich, dann auch sehen, welche Zivilisationen mit uns zusammenspielen. Und F12 hat gar nichts. Alles klar. Gut, dann sehen wir uns wieder in der nächsten Runde. Bis zum nächsten Mal, sagt der Captain.